Willkommen in meinem Kanal und wie man diese wunderschönen Teelichter baut, das zeige ich euch. So, ich habe jetzt hier einen einfachen Holzscheit aus dem Stapel vom Brennholz und da möchte ich jetzt was draus basteln. Und jetzt werde ich mir erstmal die Unterseite hier gerade machen, werde hier die Rinde, die hier übersteht, mal versuchen vorsichtig abzuschneiden und dann schauen wir mal, was draus wird. So, es geht also nicht darum, hier ein perfekt abgerichtetes Stück Holz zu haben, sondern einfach nur, dass es einigermaßen gerade ist, dass man noch ein Zentimeterchen Dicke reduziert hat und dass es plan aufliegt und nicht auf dem Tisch wackelt. Das reicht dann eigentlich auch. Jetzt schaue ich mal, was gut aussieht, dass eher tendenziell Richtung Weihnachten gehen soll. Machen natürlich 4 Stück Sinn. Ja, das passt doch. Sehr schön. 10 cm, dann ist die Mittellinie ungefähr da, ist die Mittellinie ungefähr hier. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das dann irgendwie vernünftig gebohrt bekommen. Ja, so passt es. Und so passt es auch, ziemlich perfekt. Sehr schön, so gefällt es mir. Machen wir den nächsten. Ja, hier sieht man, dass die Rinde so ein bisschen absteht. Ich glaube, das könnte ein Problem werden. Mal gucken. Ich bohre jetzt hier einfach mittig ein Loch vor, damit ich dann nachher mit meiner Lochfräse hier eine Führung habe. Das ist jetzt der größte Lochbohrer, den ich habe. Das ist ein 70er. Und mit der Lochfräse gehe ich jetzt so tief rein wie möglich, dann drehe ich das Ganze um und mache es von der anderen Seite nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbau und würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt und meinen Kanal abonniert. Dankeschön.